sieht das aus wie ein normaler Osterhase? Nicht wirklich. Bei der Schokolaterie Kölbener kann man von Fußballer bis zum Roger Federer alles haben. Um das möglich zu machen, fließt Schoki schon früh. Wir haben jetzt Anfang Februar mal so sanft angefangen zu gießen. Was im Februar ruhig angefangen hat, ist zwei Wochen vor Ostern eher stressig. Die letzten zwei Wochen waren intensiv, aber ist eigentlich kein Problem, weil man sieht nachher die schönen Produkte und wenn man Freude hat am Beruf, dann ist das das Schönste. Zufriedene Mitarbeiter sind immer etwas Schönes für einen Arbeitgeber. Wenn dann nach dieser strengen Zeit die Kasse auch noch voll ist, hat es sich gelohnt. Prozent wüsste ich jetzt nicht genau, aber ist sicher die umsatzstärkste Zeit des Jahres für uns. Was für den Detailhandel Weihnacht ist, ist also für die Schokolaterie Ostern. Ein paar Leute können von Schoki nie genug bekommen. Wenn man aber immer damit arbeitet, sieht das anders aus. Irgendwann ist es dann schon gut. Also wenn man so eben den ganzen Tag hier Hasen schminkt und macht und tut, dann ist es irgendwann gut. Aber es ist halt einfach gleich immer etwas Feines. Auch wenn der Jasmin die ganze Schoki zu den Ohren auslampet. Ich freue mich schon, um den anzuknabbern.